Wow, du hast als Kind sicher viel gelesen. Ja, ich habe es geliebt. Es gab mir das Gefühl, viele verschiedene Leben zu leben. Es ist komisch, sich vorzustellen, dass du das als Kind mit einem ernsten Gesicht gesagt hast. Der kleine Prinz? Ja, mein Vater hat mir das vor so vielen Jahren geschenkt. Es ist seltsam, wie im Laufe der Jahre seine Geschichte etwas anderes für mich bedeutete. Hey, lass es uns mitnehmen. Vielleicht können wir es Tobi eines Tages vorlesen. Tobi. Oh, hier wird blau gestrichen. Lenri? Ja, ich bin okay. Ich bin nur. Nicht gut. Nicht gut. Die Farben finde ich jetzt auch nicht unbedingt gut. Oh, da ist wieder unser Krankenwagen. Sind Sie sicher? Ich fürchte ja, wir haben mehrere Tests durchgeführt. Die Entwicklung ist akut, es scheint sich schnell zu verschlimmern. Aber warum ausgerechnet jetzt? Und das Baby? Dem Baby scheint es gut zu gehen, aber. Nun, da wir es so früh erkannt haben, ist noch Zeit, sie zu behandeln, Lenri. Das ist gut. Es ist nicht sicher, aber die Prognose ist günstig, wenn wir sofort mit der Behandlung beginnen. Moment, wir fangen sofort an. Ist das okay? Für das Baby leider nicht. Wir müssen eine vorzeitige Geburt einleiten, bevor wir mit der Behandlung beginnen. Geburt einleiten? Aber es ist zu früh. Ich weiß. Wir haben die Einrichtung, um in diesem Fall zu versuchen, das Baby am Leben zu erhalten, aber eine so frühe Geburt ist nicht ohne bleibende Beeinträchtigungen. Und wenn wir meine Behandlung zurückhalten, bis es soweit ist, dann würden wir das optimale Zeitfenster verpassen, um ihnen zu helfen. Es würde dem Baby mehr Zeit geben, sich ungestört weiterzuentwickeln, aber für sie? Selbst im besten Fall würde eine verzögerte Behandlung immer noch zu einer lebensverändernden Beeinträchtigung führen. Und im schlimmsten Fall nun ja. Doktor, wir brauchen Sie in Raum 5. Ich gebe Ihnen beiden einen Moment Zeit, darüber nachzudenken. Ich weiß, es ist schwierig, aber im Anbetracht der Umstände müssen Sie schnellstmöglich eine Entscheidung treffen. Es tut mir leid, dass Sie sich entscheiden müssen. Was haben wir uns nur dabei gedacht? Wie konnte ich nur jemals glauben, dass es eine gute Idee sein würde? Es ist meine Schuld. Das hättest du nicht, wenn es nicht für mich wäre. Das ist nicht der Grund, warum ich. Es war alles wie ein verschwommener Traum, weißt du? Mit dir um die Welt zu reisen und mich auf das Baby vorzubereiten. Letztes Jahr, es war alles so normal. Ich wollte nur nicht aufwachen. Du solltest die Behandlung machen. Was? Ich sage es, damit du es nicht tun musst. Vinci. Ich werde mein Bestes tun, um mich achtsam um ihn zu kümmern. Aber du? Nur so wirst du überhaupt dazu imstande sein. Das ist ihm gegenüber nicht fair. Es wäre auch nicht gut für ihn, ohne Mutter aufzuwachsen. Das ist etwas, woran wir schon lange vorher denken sollen. Wir haben einen Fehler gemacht, okay? Ich habe einen Fehler gemacht. Wir können die Vergangenheit nicht ändern, aber wir können immer noch von diesem Zeitpunkt an entscheiden. Vinci.
Wir können dich nicht verlieren. Mehr Daten. Ja, da wird wohl die frühe Geburt und die Behandlung dann eingeleitet. Ich sagte, ich wollte nicht an diesen Punkt kommen. Weil es war so viel schön und glücklich und alles und dann bäm. Linry. Du bist wach. Quincy, wie geht es dir? Ich bin okay. Der Eingriff verlief reibungslos, Linry. Wir werden mit den Nachuntersuchungen fortfahren, aber bis jetzt sind sie noch im grünen Bereich. Und das Baby? Es ist im Moment stabil, aber wir müssen ihn noch ein paar Monate überwachen. Seine Organe sind nicht voll entwickelt und wir halten ihn am Beatmungsgerät. Aber selbst dann ist unsere Hilfe nur bis zu einem gewissen Punkt möglich. Ich bin nicht sicher, wie er sich entwickeln wird, wenn er aufwächst, aber es wird nicht einfach sein. Tun Sie Ihr Bestes, um für ihn zu sorgen, okay? Na, ob sie jemals die Tapete noch fertig streichen da wollten? Oh, er streicht fertig. Ah, das Baby hängt an einem Beatmungsgerät.
Oh, das war jetzt ein großer Sprung an Daten. Wieder das Elternhaus. In seinem jetzigen Zustand? Meinst du, es wäre okay rauszugehen? Dinri. Ja, okay. Könnte ein bisschen Staubwischen vertragen, aber funktioniert immer noch wie neu. Ich kann nicht glauben, wie lange es hier ist. Hoffen wir nur, dass die Sterne nicht weg sind. Ich wollte warten, bis er ein bisschen älter ist. Wieso das? Nun, du siehst so etwas nur einmal zum ersten Mal. Es ist schön, wenn man sie nicht nur als hübsche Lichter am Himmel zu schätzen weiß. Erinnerst du dich noch daran, dass du mich das erste Mal zum Sternengucken mitgenommen hast? Wie könnte ich das vergessen? Ich habe dich gefragt, ob du ein Stern oder der Lavendel sein willst, und du hast gesagt, du willst ein Stern sein. Damit alle anderen sehen können, wie schön der Lavendel ist. Ich habe gelogen, weißt du? Ich meine, zu der Zeit war es dumm, ich wollte dich nur stolz machen. Aber später dann tatsächlich strebte ich danach, ein Stern zu sein. Es war nie wirklich, weil ich es wollte. Es war nur, weil ich Angst hatte, meine einzige Chance zu verpassen, zu strahlen. Ich weiß, ich soll nach großem streben und meine Spuren hinterlassen, aber... Es ist falsch, wenn alles, was ich wirklich sein wollte, nur ein weiterer Lavendel ist? Ich weiß nicht, wie es ist, nach großem Streben zu wollen, Lin, aber... Ich weiß, dass diejenigen, die eine Spur hinterlassen, sich oft nicht vorgenommen haben, dies zu tun. Aber sie tun es trotzdem und oft auf die unerwartetste Weise. Und hey, ob du es magst oder nicht, du hast auf jeden Fall einen Eindruck bei mir hinterlassen. Ich meine sicher, es mag nicht für die ganze Welt etwas bedeuten, aber... Jemand die ganze Welt zu bedeuten, zählt immer noch auch etwas, oder? Wie du mir und so bin ich mir sicher, tut Tobias dir. Ich weiß, dass du immer noch Schuldgefühle hast, Lindri, aber das bringt doch nichts. Niemand ist für immer hier, also können wir nur das Beste aus dem machen, was uns gegeben ist. Und das schließt die Zeit ein. Also, lass uns mit ihm die Wunder sehen, die diese Welt noch zu bieten hat, hm? Ja. Was war das? Ich will hier keinen großen Cliffhanger machen, deswegen machen wir noch zwei Minuten weiter. Tobi, kannst du mich hören? Bitte schickt einfach sofort jemanden. Nein, er ist nicht. Das ist ein Friedhof.
Tja, und das ist Lenri, die da geht. Da holt sie ihren Laborkittel wieder heraus. Da geht es zurück zur Yuheis Stiftung. Und jetzt ist alles hier verkommen. Tatsächlich wieder bei der Yuheis Stiftung. Diesmal alleine, ohne Quincy. Oh, sie fummeln wieder an dem Gerät rum. Das Ding kennen wir hier unten, definitiv. Und sie ist alt geworden. Linry, alles ist bereit für die morgige Präsentation. Die Tests verliefen alle ohne Probleme. Tolle Arbeit, Al. Du sollst dich etwas ausruhen. Sie werden morgen früh hier sein. Du arbeitest noch? Ja, ein weiterer Test schadet nie. Hey, da kann ich nicht widersprechen. Initialisierung. Willkommen zurück, Doktor. System führe einen Stresstest über künstliche Speicherkonvergenz durch. Bitte wähle Testprüfeinheit. Suche Speicher für Schnee. Sieht echt fancy aus. Warte da. Geh zurück. Ja, das sind ihre Erinnerungen.
Auswahl der Einheit bestätigt. Persönlichkeit und Eigenschaften beibehalten? Ja. Extrapolierte Erinnerungen behalten? Nein. Verwende generische Erinnerungen. Okay, und das ist wohl der Punkt, wo wir entstanden sind. Bitte Erinnerungseinstellung für das künstliche Einsetzen auswählen. Das spielt keine Rolle. Wähle eins für mich aus. Erinnerung geladen. Aufenthalt auf Johannes Anwesen. Das ist in Ordnung. Das ist auch der Grund, warum wir diese Jacke tragen. Initiieren der fremden Einheit zur Erinnerungseinstellung. Aktivieren der Einheit in 3, 2, 1. Daten sind voll. Die Treppe nach oben öffnet sich. So, du hast das Ende erreicht. Bist du eigentlich... Ich weiß, dass du noch mehr Fragen hast, aber ich habe eine brisante Theorie, die deine Hilfe beim Testen benötigt. Würdest du mit mir zurück in die Villa kommen? Ich habe nicht wirklich eine Wahl, oder? Könnten wir mal demnächst speichern, bitte? Akt 3. Oh, wir haben Akt 3 noch erreicht. Unten. Was denn? Ich meine, was ist es denn nicht? Aber... Zum einen versuche ich mich wohl immer noch daran zu gewöhnen, dass du dein wahres Ich bist. Hey, ich habe das nicht böse gemeint. Und selbst dann, warum interessiert es dich überhaupt, was ich denke? Unten. Okay, wir können jetzt endlich speichern. Ja, 3 Stunden 19 schon. Und dann machen wir jetzt endlich mal einen Cut. Also, bis gleich.